Ich schlafe nicht mehr richtig und wenn, habe ich fürchterliche Albträume. Das ist jetzt schon das vierte Mal in diesem Monat. Sie können doch nicht schon wieder krank sein. Sie hören es doch selber. Die Grippe hat mich voll erwischt. Seien Sie ein Schatz, ich verspreche, bis Ende der Woche wieder da zu sein. Also gut, aber nur bis zum Ende der Woche. Dann will ich einen Attest vom Arzt sehen. Danke, Molly. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ja, ja, schon gut. Ich sehe Sie Ende der Woche. Versprochen. Ich bringe Ihnen das nächste Mal einen Strauß Blumen mit. Bis Freitag, Molly. Na, hoffentlich. Was ist denn los? Pünktlich um 6:30 traf er sich mit Julie am Haupttor und sie sahen sich zunächst den letzten Tatort an. Hier sind gar keine Spuren mehr. Die Polizei war wirklich gründlich. Da ist noch Blut auf dem Boden. Vergiss es. Hier werden wir nichts mehr finden. Also, was hast du noch herausgefunden? Er kam Florence bekannt vor, aber sie konnte sich nicht erinnern, woher. Außerdem meinte sie, der Angreifer hatte blutige Augen. Du meinst blutunterlaufen? Nein, sie sagte blutige Augen. Sie konnte keine Pupille mehr sehen. Aber vielleicht lag es an dem Zwielicht. Kann sein. Was noch? Sie meinte, der Mann war schon älter, mindestens 50. Also war es wahrscheinlich kein Student. Ich habe mich mal umgehört, ob jemand etwas Ungewöhnliches gesehen hat. Aber nichts. Allerdings gibt es ein paar Auffälligkeiten. Was meinst du? Eine der Sachbearbeiterinnen im Immatrikulationsbüro ist seit 3 Wochen nicht zur Arbeit gekommen. Angeblich ist sie krank. Einer vom Sicherheitspersonal, John Clark, wurde vor 6 Wochen gefeuert. Aber er wurde vor ein paar Tagen noch auf dem Gelände gesehen. Professor Colby und der Geschichtsdozent Hauser haben in den letzten Wochen vermehrt den Unterricht ausfallen lassen. Respekt. Wie hast du das alles in so kurzer Zeit herausgefunden? Ehrlich gesagt habe ich einen sehr guten Draht zu Molly. Sie leitet die Personalabteilung. Sie hat mir alles erzählt und ich habe sogar die Adressen bekommen. Gut. Wir sollten bei John Clark anfangen. Wenn er gekündigt wurde, ist er vielleicht wütend und geht deshalb auf die Studenten los. Okay, fahren wir hin. Ich weiß, wo das ist. Mein Auto steht direkt da vorne. Das ist dein Wagen? Bist du dir sicher, dass der nochmal anspringt? Was? Klar. Steig schon ein. Wenig später hielten sie vor dem Haus von John Clark. Und ein netter, sympathischer Mann öffnete ihnen die Tür. Sein helles Haar und sein jugendliches Aussehen ließen ihn nicht älter als 25 wirken. Wie sich herausstellte, war Clark sehr froh über seine Kündigung gewesen, da er sich jetzt intensiv um sein kleines Kind kümmern konnte, während seine Frau arbeiten ging. Da vorne ist das Haus von Professor Colby. Ganz schön großer Kasten. Lebt er allein? Soweit ich weiß, ja. Lass mich reden.